die Kinder hier vorne hatten eben, was haben wir ihnen zugesungen? Weiß das noch jemand? Einfach genial, dass es dich gibt. Einfach genial, dass du lebst. Einfach genial, einfach genial. Wir haben nicht einmal gesagt, du bist genial, weil du dies oder jenes gemacht hast. Sondern du bist einfach gut, so wie du bist. Und was machen wir damit? Wir merken das gar nicht, aber unbewusst prägen wir das Selbstwertgefühl dieser Kinder und wir geben ihnen das Gefühl, du bist wertvoll und du musst nicht etwas dafür leisten. Und ich weiß nicht, wie eure Kindheit war. Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht bei jedem gut war. Ja, und ich weiß, dass in eurer Kindheit euch nicht immer gesagt wurde, ihr seid wertvoll, ihr seid gut, sondern das war immer an Bedingungen geknüpft. Du bist erst gut, wenn. Ja, und heute werden wir uns Gedanken über dieses Thema Selbstwertgefühl machen, auch was das mit uns macht, unser Leben lang. Und manchmal merken wir gar nicht, wie sehr wir von diesem Selbstwertgefühl gesteuert werden und auch Entscheidungen treffen. Und uns Dinge belasten. Und wir denken dann, ach ja, das ist mein Charakter oder ich bin so oder es wurde etwas in uns hineingelegt. Und dann machen wir uns Gedanken drüber. Aber erstmal möchte ich den Unterschied erklären, was ist Selbstbewusstsein, was ist Selbstwertgefühl und natürlich schauen wir dann auch in die Bibel und gucken, welcher Text könnte uns Mut machen. Selbstbewusstsein, das ist erstmal etwas, das ist ganz objektiv, ohne Gefühle. Das heißt, ich bin mir bewusst, wer ich bin. Zum Beispiel, dass man sagt, ich kann Auto fahren, ich kann kochen, ich bin kommunikativ, ich kann gut dies oder jenes. Ich kann das einfach, so sagt man das. So. Selbstbewusstsein ist auch das, was mein Verhalten meinen Mitmenschen sagt. Zum Beispiel könnten sie an dir sehen oder so sagen, oh, das ist ein Kämpfer, er ist mutig, er ist ein Angsthase oder er ist charakterlich stark oder er geht mit dem Ellbogen durch die Welt oder er geht immer so gekrümmt durch die Welt. Selbstbewusstsein ist auch das, was dein Verhalten anderen sagt. So, Selbstwertgefühl, das ist das, was mir die Stimmen in meinem Kopf über mich selbst sagen. Meine Frau nennt das, hat sie in den Büchern gelesen, der innere Kritiker. Was sage ich mir eigentlich selbst über mich? Und das Thema Selbstwertgefühl, das ist nie neutral, also ohne Gefühle, sondern das hat immer etwas mit Gefühlen und Erfahrungen zu tun. Ja, und diese Stimme in uns, die sagt uns dann unser Leben lang, ich bin wertvoll oder ich bin gar nichts wert. Ich habe Liebe verdient, Liebe steht mir zu oder keiner liebt mich, keiner sollte mich lieben, weil ich überhaupt nichts wert bin. Manche Stimme sagt dem einen oder anderen im Kopf, ich kann gar nichts, du bist gar nichts, aus dir wird nie was. Und die Stimme sagt manchmal auch, das geschieht dir recht, dass du das und das durchmachen musst. Das ist Strafe, das gehört sich so. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Gedanken. Aber lass mich vorher noch ein paar Dinge erklären. Man muss nicht unbedingt ein gutes Selbstwertgefühl haben, um ganz selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Ja? Da gibt es Leute, die sagen, ich habe mir ein gutes Selbstbewusstsein antrainiert, seit ich Chef bin, muss ich geradeaus gehen, da darf ich nicht mehr so ängstlich sein, da muss ich auch angeben, wo es lang geht. Und seit ich eine gehobene Stellung habe im Beruf auch, muss ich manchmal auch den Ellbogen zeigen, obwohl ich innerlich gar nicht so funktioniere. Das heißt, ein gutes Selbstbewusstsein, das kann man sich antrainieren oder an die Umstände anpassen. Ein gutes Selbstwertgefühl hingegen, das kann man sich nicht antrainieren. Warum nicht? Weil es passiv geprägt wird durch andere. Und zwar immer personenbezogen. Ich erkläre euch das mal. Da sagt
die Ehefrau zum Ehemann: Du Idiot, hast schon wieder das Glas fallen lassen. Oder er sagt zu ihr: Du dumme Frau, hast schon wieder mein Pullover beim Waschen kaputt gemacht. Oder die Eltern zu ihrem Kind, die dann sagen: Du schlampiges Kind, du räumst nie dein Zimmer auf. Oder wenn man gehört hat: Du kostest uns ein Vermögen, du. Ja? Oder wenn Eltern zu ihren Kindern sagen: Deinetwegen streiten wir den ganzen Tag als Eltern. Ja, und dann prägen sich solche Dinge ein. Du bist falsch, du bist nicht gut, du bist so, du bist so. Und dann fangen wir an, Stimmen in unserem Kopf reden zu hören, die uns immer wieder sagen, wer wir sind, welchen Wert wir haben oder welchen Wert wir nicht haben. Und das hängt einfach davon ab, ob uns positive Dinge gesagt worden im Leben, seit wir Kinder sind, oder negative Dinge. Ja? Und deshalb möchte ich das auch ganz bewusst hier sagen. Unser Selbstwertgefühl, das entscheidet mehr als wir glauben, wie wir durchs Leben gehen. Als Kinder, als Teenager, Jugendliche oder Erwachsene. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken. Und eigentlich wollte ich das nicht sagen, aber ich sage es euch trotzdem. Wir haben ja Pfingsten und es geht um das Wirken auch des Heiligen Geistes in dieser Welt. Und eigentlich wollte ich heute hier vorne stehen und über das Thema Daniel in der Löwengrube sprechen. Aber ich habe jetzt schon zweimal gemerkt gehabt, dass Gott mir zeigt: Nein, dieses Thema ist nicht dran. Einmal in der Jugendstunde, da war was Wichtigeres dran. Dann in unserem neu gegründeten Hauskreis hat Gott auch mir gezeigt: Nein, es ist nicht dran. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, da habe ich geträumt, dass ich hier vorne stehe am Sonntag und euch über Daniel etwas predigen soll, aber ich habe keine Worte gehabt. Es kam nichts raus. Und ihr habt mich angeguckt und gedacht: Was ist mit Sebi los? Und am nächsten Morgen habe ich gedacht: Gott, ich weiß, dass du redest durch deinen Geist. Vielleicht ist das nicht dran. Und Gott wusste, dass ich über dieses Thema schon etwas vorbereitet hatte. Und das mein Glaube ist, wenn Gott manchmal einen Riegel vorschiebt und sagt: Nein, darüber sollst du nicht sprechen, dann weiß ich, dass das andere vielleicht wichtiger ist. Und deshalb bin ich mir sicher, dass der ein oder andere von euch heute etwas mit nach Hause nehmen kann. Und das ist für mich Pfingsten. Stell dir mal vor, ein Vater sagt Folgendes zu seinem Sohn: Ich habe mir so sehr gewünscht, dich irgendwann mal in meinen Arm halten zu dürfen. Schön, dass es dich gibt, mein Junge. Und dieser Vater, der denkt viel an seinen Sohn und der lässt auch seinen Sohn das spüren, dass er an ihn denkt. Dieser Vater, der nimmt sich Zeit für seinen Sohn, erlaubt ihm Grenzen auszutesten und wenn der Sohn mal, Dinge tut, die er vielleicht nicht tun sollte, dann kritisiert der Vater ihn auch, aber handlungsbezogen, nicht personenbezogen. Dann sagt der Vater vielleicht zu dem Sohn: Mein Junge, dein Zimmer ist dreckig, du solltest mal dein Zimmer aufräumen. Und nicht: Du Dreckschwein, du solltest mal dein Zimmer aufräumen. Ja, das macht ganz viel mit uns, wenn uns das immer wieder als Kind gesagt wird. Ja, es war nicht gut, dass dir das Glas aus der Hand gefallen ist. Passt nächstes Mal ein bisschen besser auf und nicht: Du Vollidiot, hast das Glas schon wieder fallen lassen. Das ist ein Unterschied. Das heißt, dieser Vater kritisiert seinen Sohn auch und zeigt Grenzen auf, aber liebevoll. So, der Sohn spürt dann natürlich: Ey, selbst wenn ich was falsch mache und versage, mein Vater, der wäre immer für mich da und der stellt keine Fragen, der macht mir keine Vorwürfe, sondern er ist einfach da, wenn ich ihn brauche. Was glaubt ihr, wird das mit dem Selbstwertgefühl dieses Jungen machen, wenn es darum geht, sein Leben zu meistern? Er weiß: Ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich bin wertgeschätzt. Mein Vater würde alles für mich tun, er würde alles für mich stehen und liegen lassen. Ich glaube, die Liebe und die Aufmerksamkeit des Vaters,
die würden diesen Jungen innerlich ganz stark machen. Und ähnlich wäre es ja, wenn ein Vater solche Dinge zu seiner Tochter sagt. Sagt er, warum nicht die Mutter? Meine Beobachtung auch in der Seelsorge sind die, dass eine Mutter ganz oft das Selbstbewusstsein des Kindes stärkt. Aber immer da, wo die Väter nicht da waren im Leben der Kinder, da merke ich, dass ganz große Defizite in der Seele sind, wenn der Vater gefehlt hat. Also mache ich uns Mut, gute Mütter zu sein, aber als Väter auch Verantwortung zu übernehmen, dass wir auch einen ganz, ganz liebevollen Part übernehmen, gerade was die Erziehung unserer Kinder angeht. Einverstanden? Männer, ihr prägt das Selbstwertgefühl mehr als jeder andere. Nur Gott, der hat noch mehr zu bieten. Dazu kommen wir gleich. Denken wir nochmal an diesen Jungen. Stellt euch mal vor, im Laufe seines Lebens, da kommen Menschen daher und sagen diesem Jungen, pass mal auf, erst wenn du dies und jenes erreicht hast, erst wenn du dich in diese Richtung veränderst, erst wenn du dich so und so kleidest und so aussiehst, erst wenn du so viel verdienst, dann erst bist du wertvoll und liebenswürdig. Würde der Junge diesen Lügen glauben? Ich glaube nicht. Ich glaube, der weiß, weil sein Vater so viel in ihn hineingelegt hat, der weiß von Anfang an, ich bin wertvoll, auch wenn ich noch gar nichts geleistet habe. So wie wir es den Kindern zugesungen haben. Du bist einfach genial, auch wenn du noch nichts geleistet hast. Aber wie ist es denn mit unserem Leben? Oft empfinden wir uns doch erst dann als wertvoll, wenn wir etwas geleistet haben. Wenn Menschen dann zu uns sagen, guck mal, toll gemacht, jetzt bist du was in meinen Augen. Aber ich will dir immer wieder sagen, nicht deine Taten machen dich wertvoll. Allein, dass es dich gibt, das ist ein großer Wert. Wenn ich so über meinen Sohn nachdenke, der da hinten schon wieder Radau macht im Baby-Ei. Vielleicht hört er das irgendwann, wenn er erwachsen ist. Ich liebe meinen Sohn, das kann ich ganz bewusst sagen, ich liebe meinen Sohn schon seit dem Tag, als ich erfahren habe, dass meine Frau schwanger ist. Da habe ich schon für ihn gebetet und mich gefreut und habe gedacht, oh Junge, wenn du auf der Welt bist, was werden wir beide für einen Spaß haben? Hatte er schon irgendwas für mich geleistet? Gar nichts. Und trotzdem war er für mich schon wertvoll. Und zu Gott sage ich das auch oft. Ich sage, lieber Gott, du bist für mich so kostbar. Du bist das Wertvollste, was ich habe. Und du musst erstmal gar nichts für mich tun. Allein schon, dass es dich gibt, macht dich kostbar. Manchmal sind wir ja so, dass wir sagen, lieber Gott, mach das und das, dann will ich dir Danke sagen. Vielleicht kann man ihm auch schon mal Danke sagen, dass er einfach da ist. Und ich weiß nicht, wie es in euren Partnerschaften aussieht, aber vielleicht könnte man das seinem Partner öfter mal sagen. Schön, dass du da bist und mein Partner bist, auch wenn du noch nichts geleistet hast. Ja. Schön, dass es dich gibt. Und du musst nicht dich erst beweisen. Lasst uns mal ein paar ganz krasse Gegenteile zu dieser guten Vater-Sohn-Beziehung anschauen, die ich vorhin so geschildert habe. Und ich weiß, das sind so Stimmen, die manchmal im Kopf der Menschen immer noch kursieren. Da sagt der eine Mann, für meinen Vater war ich immer nur was Besonderes, wenn ich versucht habe, seine Träume zu leben, wenn ich versucht habe, sein Held zu sein, dann war ich für meinen Vater was Besonderes. Was sagt dir das Selbstwertgefühl dann im Laufe deines Lebens? Wer bin ich überhaupt, wenn ich mal nichts leiste? Sieht mein Vater mich auch dann, wenn ich nicht seine Träume lebe? Oder diejenige, die sagt, mein Papa, der hat mich nie gelobt. Der hat immer nur dann gemeckert, wenn ich was falsch gemacht habe. Sonst hat er nie was gesagt. Was wird diese Frau denken in ihrem Kopf,
Mein Vater sieht nie das Gute, sondern immer nur das Schlechte. Und Kritik ist heute was ganz Böses. Oder die Menschen, die sich immer wieder sagen, aus dir wird nie was. Guck dich mal an, dich kann doch keiner mögen. Das ist, weil man das oft gehört hat. Du Dreckschwein, so wird nie aus dir was. Guck dich mal an. Und solche Menschen triffst du dann in der Borsigstraße, da wo die Obdachlosen leben. Und dann fragst du sie, warum lebst du eigentlich hier? Und dann sagen sie, weil man mir immer gesagt hat, aus dir wird nichts. Und am Ende ist es so, ich kann doch gar nichts, guck mich an. Und wenn ich zum Amt gehe, da werde ich auch noch fertig gemacht. Also lebe ich lieber hier, dann habe ich meine Ruhe. Diese Menschen haben kaum ein Selbstwertgefühl. Und das, was ihnen fehlt, versuchen sie wegzutrinken. Weil keiner etwas in sie hineingelegt hat oft. Dann gibt es auch Menschen, die wurden von ihren Eltern oder von Nachbarn oder wem auch immer folgendermaßen geprägt. Verpiss dich, du nervst. Entschuldigung, aber das sind Aussagen. Oder ich habe keine Zeit für dich. Ich habe viel Wichtigeres zu tun. Papa muss arbeiten. Oder weißt du eigentlich, was das kostet? Das hast du nun davon. Hättest du mal lieber auf mich gehört. Auf mich. Sind ja manchmal Eltern so. Und Menschen, die so etwas hören mussten, die sind Zeit ihres Lebens gezeichnet. Die sind verletzt. Und sie kämpfen damit, sich selbst akzeptieren und sich selbst lieben zu können, weil ihnen immer vermittelt wurde, du bist nicht genug. Du bist falsch. Du bist das Problem. Und ich sage euch mal, was im Laufe des Lebens mit solchen Menschen passiert dann. Sie werden Opfer. Sie werden Zugehörigkeitsopfer. Was heißt das? Solche Menschen, die sagen dann, ich muss mir das kaufen, unbedingt, damit ich dazugehöre, damit ich mich gut fühle, damit ich dabei bin. Egal wie teuer, egal ob ich ins Minus rutsche, egal wie hoch der Kredit ist, ich muss das auch haben. Diese Menschen werden Workaholics. Was heißt das? Das sind Menschen, die sich kaputt arbeiten. Warum? Weil sie so sagen, ja, mir wurde immer gesagt, ich bin nichts wert. Ich werde euch schon beweisen, dass ich es kann. Und wenn dies bedeutet, dass ich meine Frau und meine Kinder dafür vernachlässige und mich selbst vergesse, aber ich werde es euch beweisen. Menschen, die kein Selbstwertgefühl haben oder ein geringes Selbstwertgefühl haben, die werden Opfer von Manipulation. Andere dürfen ihr Leben lang darüber entscheiden, was für sie gut oder schlecht ist. Und was machen sie dann? Sie werden gefügig, das heißt, sie machen alles, nur um anderen zu gefallen. Aber das, was ihnen wirklich selber wichtig wäre, das tun sie nicht. Gerade bei der jüngeren Generation, Kinder, die kein Selbstwertgefühl haben oder ein geringes Selbstwertgefühl, die werdet ihr sehen, dass sie sich ständig selber fotografieren. Hier, die werden Selfie-Opfer, so nenne ich sie. Warum? Warum macht man sowas? Weil man das Gefühl braucht, andere gucken mein Foto an und werden dann klatschen, mir einen Daumen geben oder sagen, toll, wie du wieder aussiehst. Jetzt bist du was wert. Jetzt hast du dir wieder die Hasenohren auf den Kopf gezaubert. Jetzt bist du was. Was bedeutet das? Man macht sich abhängig. Man macht sich abhängig, ob mich andere mögen. Und erst dann sagt man sich, ja, wenn mich andere mögen, dann bin ich wertvoll. Wenn keiner klatscht, bin ich nicht wertvoll. Das ist krank. Du bist wertvoll, auch wenn keiner dir den Daumen hochschiebt. Ja? Du bist an sich schon wertvoll. Und Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl, für sie fühlt sich das Leben einigermaßen gut an, wenn sie gelobt werden, wenn sie gesehen werden. Wenn keiner sie sieht, dann fühlen sie sich oft wertlos. Und das ist schade. Und wir wollen etwas dagegen tun. Ja? Und ich sage mal ganz bewusst, wir sitzen heute alle hier mit Prägungen in unserem Selbstwertgefühl. Manch einer fühlt sich total wertvoll und sagt, ich wurde geliebt, dann freue ich mich für dich, dass du das hast.
Und manch einer, der sitzt hier und sagt sich, ich bin überhaupt nichts wert. Und jetzt erschreckt nicht, liebe Gemeinde, aber manch einer sitzt vielleicht neben dir und spielt mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen, weil sein Leben sich so wertlos anfühlt. Und wenn du gerade so fühlst, dass dein Leben nichts wert ist und du möchtest nicht mehr, dann bitte ich dich, tu es nicht. Tu es nicht. Du bist so wertvoll. Vielleicht ist dir das nicht bewusst. Und weil Menschen vielleicht das nicht mehr gut machen können, was in dir kaputt gegangen ist, hoffe ich doch, dass Gott es jetzt tun darf, durch die nächsten Minuten, durch diese Geschichte aus der Bibel. Und ich glaube, dass wenn man versteht, wie viel Wert man in Gottes Augen hat, dann tröstet das über viele menschliche Verletzungen hinweg. Und vielleicht fängst du heute an, dich zum ersten Mal so richtig wertvoll zu fühlen, weil du spürst, wie Gott dich sieht. Und dazu möchte ich euch eine Geschichte vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Und ich sage es vorweg, ich werde nicht auf die Hauptdeutung des Textes eingehen, sondern eine andere Richtung, eine etwas andere Richtung einschlagen. Lukas 15, ab Vers 11, da geht es um die Geschichte des verlorenen Sohnes. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter seine Söhne. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen, also Verschwendung. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben, also zu hungern. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Das war eine große Beleidigung, wenn du ein jüdischer Mann warst, Schweine zu hüten eines anderen Mannes. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, aber niemand gab ihm das Schweinefutter zu essen. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier in Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel seinen Sohn um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich möchte auf etwas eingehen, was mir bewusst geworden ist, ganz neu aus dieser Geschichte. Aber die Hauptbedeutung ist ja die, Gott freut sich, wenn Menschen sich entfernen von ihm und irgendwann wieder zurückkommen, dann ist Gott jemand, der mit offenen Armen wartet und sagt, komm, komm zurück, wir fangen ganz neu an. Das ist die Hauptbedeutung dieser Geschichte. Gucken wir nochmal auf die Charaktere. Also der Vater in dieser Geschichte, das ist für mich eindeutig Gott. Ja? Und der jüngere Sohn hier, der sagt hier diesem Vater, also diesen menschlichen Vater, also erkläre ich gleich. Der jüngere Sohn sagt zum Vater, Vater, gib mir mein Erbe. Gib mir bitte das, was mir zusteht. Ich möchte meinen eigenen Wege gehen, warum auch immer. Und das Erbe in dieser Kultur damals vorzeitig haben zu wollen, das war eine der schlimmsten Sachen, die man von seinem Vater erbeten konnte, weil die Aussage dahinter war die, Vater, ich wünschte, du wärst tot.
dann würde ich schnell mein ganzes Geld haben, was mir zusteht, und dann kann ich alles damit machen, was ich möchte. Der Vater in dieser Geschichte, der teilt das Erbe aus. Und der jüngere Sohn, heißt es, der sammelte alles zusammen. Da habe ich mir Gedanken gemacht, was heißt das, der sammelte alles zusammen? Der hätte ja einfach das Geld nehmen können und losziehen können. Nein, wenn der Vater das Land aufgeteilt hat, die Tiere und das Geld, dann heißt es, dass der Sohn hier in der Geschichte vor den Augen des Vaters, vor den Augen des Bruders, vor den Augen der Dorfbewohner, hat er das Land verkauft, die Tiere verkauft, alles Mögliche zu Geld gemacht. Und ich stelle mir vor, wie vernichtend die Blicke gewesen sein müssen des Bruders, der Dorfbewohner, aber nicht der Blick des Vaters. Ich glaube nicht, dass der Vater abwertend auf seinen Sohn geschaut hat. Ich glaube, der Vater war schon verletzt und besorgt, aber er ließ seinen Sohn auf jeden Fall das tun, was sich der Sohn in den Kopf gesetzt hatte. Und ganz ehrlich, es ist dem Jungen aus heutiger Sicht ja nicht zu verübeln, wenn er sagt, Vater, ich brauche Geld, ich will eine Weltreise machen, ich will mich ausprobieren, ich will mal gucken, ob ich ja was aus meinem Leben machen kann. Aus damaliger Sicht in der Geschichte hier eine große Schande. Und wir wissen nicht, was in diesem jüngeren Sohn vor sich ging. Wir kennen auch den Wert seines Selbstwertes nicht. Aber wir können sagen, der Vater in dieser Geschichte, der liebt seinen Sohn. Das sehen wir ja am Ende. Also der Vater, der mag ihn wirklich. Und wenn ich auf das Thema Selbstwertgefühl zurückkommen darf, ist es so, manchmal sind ja nicht die Eltern schuld, dass das Selbstwertgefühl eines Menschen kaputt ist oder gering. Manchmal sind es die Geschwister, die einen fertig gemacht haben das Leben lang. Manchmal Verwandte, manchmal Freunde, manchmal auch die Lehrer in der Schule, oftmals auch der Partner und ganz andere Leute können schuld sein, dass das Selbstwertgefühl eines Menschen klein ist. Vielleicht war sein Selbstwertgefühl in der Geschichte klein. Ja, und er wollte es der ganzen Welt beweisen, aus dem Schatten seines Vaters, aus dem Schatten des größeren Bruders herauskommen oder heraustreten. Er sagt, ich zeige euch das. Manchmal geht es ja den jüngeren Geschwistern auch so, ne, dass sie sagen, ich werde es euch schon beweisen, was ich alles so kann. Und der liebende Vater in der Geschichte, der sagt nicht zu ihm, pass mal auf, Junge, du wirst es sowieso nicht zu nichts bringen. Nächste Woche bist du wieder hier, weiß ich schon. Sagt er nicht. Der demotiviert seinen Sohn auch nicht, sondern er ließ ihn seine Erfahrung machen. Und in einem kurzen Satz wird die Erfolgsgeschichte des jüngeren Sohnes auch beschrieben. Er verschwendete das ganze Geld für sinnlose Aktivitäten und er bewies damit, dass er nicht verantwortungsvoll handeln konnte. Das war die Erfolgsgeschichte des jüngeren Sohnes. Und dieser jüngere Sohn, der musste sich irgendwann eingestehen, dass sein Vorhaben gescheitert ist. Ja? Er musste erniedrigende Arbeiten tätigen, ja, wie ich sagte, eben bei den Schweinen arbeiten, nur damit er etwas essen konnte. Also so viel Selbstbewusstsein hat er wohl gehabt, dass er erstmal sich eingestehen konnte, ich habe Mist gebaut. Und er war selbstbewusst genug zu sagen, Leute, habt ihr einen Job für mich? Ich muss arbeiten. Also Selbstbewusstsein war nicht klein bei dem Jungen. Ja, der auch sagen konnte, Vater, gib mir mein Erbe. Ja, ich möchte jetzt durchbrennen. Aber er war ehrlich zu sich selbst und er sagte sich, Mensch, ey, sogar dem Stalljungen meines Vaters, dem geht es besser als mir hier. Also den Dienern meines Vaters geht es besser als mir. Ich gehe also zurück zu meinem Vater, weil ich weiß, mein Vater ist ein guter Vater. Ich kehre um und das ist schon mal eine super Entscheidung. Und ich möchte dazu sagen, es ist immer besser umzukehren, wenn man erkennt, dass man sich auf den falschen Weg begeben hat, als weiterhin auf diesem falschen Weg zu bleiben und man weiß gar nicht, wohin die Reise geht. Es ist besser umzukehren manchmal. Und vielleicht befindest du dich gerade auf so einem Weg, wo du merkst, es geht in die falsche Richtung. Komm zurück. Du kennst ja den Weg zurück. Ist ja nicht kompliziert. Und du weißt doch, dass da jemand wäre, der dich mit offenen Armen empfängt. Und auf dem Weg nach Hause überlegt dieser Junge,
der überlegt genau, was er seinem Vater sagen wird. Und jetzt wird es interessant, diese Stimmen in seinem Kopf, der innere Kritiker, die fing an, eine schöne Melodie zu singen. Ja, der innere Kritiker, der verrichtete hier sein Meisterwerk. Und der innere Kritiker sagt ihm, du bist es nicht wert, dass dein Vater dich wieder akzeptiert. Du bist es nicht wert, dass er dich noch seinen Sohn nennt. Du bist es nicht mal wert, dass du die niedrigsten Arbeiten bei deinem Vater verrichten darfst. Du bist weniger wert als ein Diener. Das sagten ihm die Stimmen in seinem Kopf. Du bist nichts wert. Was hat das mit dir und mir zu tun? Jeder von uns erzählt sich immer wieder eine Geschichte über sich selbst. Wenn du vor dem Spiegel stehst, erzählst du dir eine Geschichte. Wenn du 3 Stunden vor dem Spiegel stehst morgens, erzählst du dir eine lange Geschichte über dich. Ja. Jeder erzählt sich eine Geschichte und sagt sich, ich bin gut, ich bin hübsch, ich bin stark, ich bin intelligent. Oder man sagt sich, du bist nichts wert, du kannst nichts, du brauchst noch eine Stunde vor dem Spiegel, damit du dich ein bisschen hübsch fühlen darfst. Du hast keinen Erfolg, du hast selbst kein Selbstvertrauen, mir kann man nicht vergeben, ich habe versagt, ich bin überhaupt nichts wert. Jeder von uns hat diese Stimme in seinem Kopf. Und wenn du jetzt sagst, nee, habe ich nicht, dann hör genau hin. Jeder hat diese Stimmen. Und wir haben es auch gelernt in unserer Zeit, uns so richtig fertig zu machen. Und wir haben angefangen, dieser Platte in unserem Kopf zu glauben. Ich habe zu Jugendlichen mal gesagt, Platte? Was ist Platte? CD, MP3, USB-Stick in deinem Kopf. Wir haben angefangen, diese abgespeicherten Dinge auch wirklich zu glauben und dementsprechend zu handeln. Und wir glauben diesen vielen Lügen, die sich in unserem Kopf immer wieder abspielen, und wir schaffen es gar nicht mehr, auf positive Dinge zu hören. Kommen wir nochmal zurück auf den Sohn. Hat der Sohn Fehler gemacht in der Geschichte? Hat er? Ja. Hat er sein Glück versucht zu finden? Ja. Ist er gescheitert? Ja. Hat sein Vater ihn mit offenen Armen empfangen? Ja. Was heißt das? Du kannst versagen und dennoch wertvoll sein. Ich weiß nicht, wer von euch Sport interessiert ist, aber es gibt so einen Sportler, da sagt man, das ist der Sportler des Jahrtausends, der heißt Michael Jordan. Ist ein Basketballer gewesen. Hätte dieser Mann nur seine Fehlwürfe gezählt in manchen Spielen, da hätte er deprimieren können. Der hat 30 Mal geworfen und nur 15 Mal getroffen, hätte er sagen können, Mensch, 50% Versager. Schaut er aber auf all seine Treffer, die er sein Leben lang gelandet hat, dann muss er sich eingestehen, und wir müssen es auch eingestehen, er ist einer der besten Sportler, der je gelebt hat. Trotz einer Fehlwurfquote manchmal von 50%. Ist er wertvoll? Ja. Hat er Fehler gemacht? Ja. Hat der jüngere Sohn keinen Wert mehr? Doch. Er hat einen Wert, und wer zeigt ihm das? Sein Vater. Der Vater, heißt es hier in der Geschichte, der wartete auf der Veranda, auf der Terrasse, auf dem Balkon, auf ihn, und als ob er so mit einem Fernglas immer wieder ausschaut, sagt, oh, wann kommt er zurück? Mein Sohn, ich würde mich freuen, wenn du wieder bei mir bist. Und dann heißt es, als er ihn von Ferne sah, da lief er ihm entgegen. Und in der damaligen Kultur, sagt man, da hat man sich ganz entspannt bewegt als Mann. Da ist man nicht gelaufen. Und was macht Jesus hier deutlich, wenn er über die Liebe des Vaters spricht? Er zeigt, meinem Vater ist es egal, was Leute denken, wenn er Menschen lieben möchte. Dann läuft er auch auf die Menschen zu und sagt, komm. Und er fällt ihn um den Hals, wo alle Dorfbewohner hätten sagen können, was machst du da? Der stinkt von der langen Reise, der ist es überhaupt nicht wert, der hat ihr ins Gesicht gespuckt, als er sein Erbe haben wollte. Und du fällst ihn um den Hals und küsst ihn? Ja,
weil ich ihn liebe, weil er für mich einen Wert hat und ich nicht sehe, was er tut, sondern wer er für mich ist. Egal, wie sehr du von deiner langen Lebensreise stinkst, so sage ich das mal, und ich auch. Gott hätte immer eine Umarmung für dich. Gott würde dich immer küssen und dir sagen, du bist wertvoll für mich. Menschen vielleicht nicht, aber Gott würde das tun. Und ich finde großartig zu sehen, wie Jesus hier über die Liebe Gottes des Vaters spricht. Ja, er sagt, ein Vater, der sich auf dem Weg zu euch macht. Ein Vater, der nicht erst wartet, dass du kommen musst und etwas leistest. Der Sohn hier, der musste nicht erst kommen und seinem Vater sagen, pass auf Vater, ich werde jetzt erstmal einen Monat für dich etwas tun und dann bin ich wieder etwas wert für dich. Nein, ich komme und bin schon etwas wert. Und während der Vater hier in der Geschichte mit Freude übersprudelt, ja, und seiner Freude, der kann sich gar nicht bremsen, ja, da spielt der Junge trotzdem seine Platte im Kopf ab und seine Worte dringen nach draußen. Vater, ich bin's nicht wert. Vater, ich bin nicht würdig. Vater, du solltest mich nicht so gut behandeln. Da sagt der Vater zu den Leuten um ihn herum, hol schnell das Gewand her, das Beste. Gewand aus dem Alten Testament, aus der Geschichte von Elia und Elisa, das ist ein Zeichen für, du darfst mein Erbe trotzdem antreten. Du bist sehr wertvoll für mich. Bringt das beste Gewand her. Holt das beste Kalb, holt das beste Rindfleisch und lasst uns ein Riesengrillfest feiern, denn mein Sohn ist wieder da. Gebt ihm schöne Schuhe, gebt ihm einen schönen Ring, er ist wieder Teil der Familie. Was macht der Vater hier durch sein Verhalten deutlich? Der Vater, der sagt dem Sohn, pass mal auf, ich erzähle dir eine andere Geschichte über dich selbst, als die Geschichte, die du dir immer wieder selber erzählst. Du lebst, du bist bei mir, ich habe dich vermisst, für mich bist du wertvoll. Ich glaube den Lügen in deinem Kopf nicht, also solltest du diese Lügen auch nicht glauben. Und der jüngere Sohn, der muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und vielleicht musst auch du eine Entscheidung treffen, welcher Geschichte über dich selbst du in Zukunft glauben willst. Den Stimmen, die dir sagen, du bist nichts wert, oder der Stimme Gottes, die dir sagt, du bist wertvoll. Und Gottes Stimme ist nicht nur eine Stimme. Durch solche Geschichten aus der Bibel, da liest du, Gott meint es ernst, wenn er sagt, du bist für mich wertvoll und ich liebe dich. Die Stimmen in deinem Kopf, der innere Kritiker, das haben Menschen geprägt. Ich wünsche dir und mir, dass wir uns von Gott prägen lassen, in den Stimmen, die zu uns reden. Warum? Menschen können dir eine Version über dich erzählen, die dir so viel Angst macht, dass du dein Leben lang nur aus Angst handelst. Menschen können dir vermitteln, wenn du nicht dies und jenes tust, dann wird dich keiner mehr mögen. Menschen können dir sagen, du musst dich erst verändern und dann bist du wertvoll. Aber Gott würde das niemals tun. Er kennt deinen wahren Wert. Er weiß, wer du bist. Also, mach dich bitte nicht länger abhängig von menschlichen Stimmen und von der Stimme in deinem Kopf. Und lass die Platte in deinem Kopf neu bespielen. Wir löschen sie und wir machen etwas Neues drauf. Ja, aber wie, ist die Frage. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es geht. Dann mache ich dir Mut. Schau dich doch mal wirklich an, wer du bist. Guck dich mal an. Und erkenne, wer du bist. Und wenn du dich anschaust und ehrlich guckst, ganz neutral, dann musst du eigentlich sagen, ich bin ja so wertvoll. Wisst ihr, wenn da jemand wäre, irgendwo so ein Scheich, der vielleicht nur noch ein Auge hat, was glaubst du, wie viel würde er dir bieten, um ein Auge von dir kaufen zu dürfen? Millionen!
Geld macht uns nicht wertvoll, aber ich will dir sagen, deine einzelnen Körperteile allein schon sind ein Vermögen wert. Ja, du bist wertvoll. Dann gibt es noch deinen Charakter, deine Gefühle, das, was du bist. Du bist sehr wertvoll. Das heißt, guck dich erstmal selber an. Und dann, wenn du den Mut hast, dann frag doch auch mal andere, welchen Wert siehst du eigentlich in mir? Wie wertvoll bin ich in deinen Augen? Und ihr werdet merken, diese Stimme ist schöner als die Lügenstimmen in deinem Kopf. Und zum Schluss möchte ich dir und mir sagen, vergib vielleicht den Menschen, oder nicht vergib vielleicht, sondern versuch den Menschen zu vergeben, die deinen Selbstwert negativ geprägt haben. Sie haben es wahrscheinlich nicht bewusst getan. Vergib ihn und lass diesen Koffer der Verärgerung, lass ihn los. Nimm ihn nicht wieder mit, damit bestrafst du nur dich selbst. Du kannst keinen damit bestrafen, wenn du nicht vergibst, außer dich selbst. Und wenn du die Möglichkeit hast, gib deinen Mitmenschen jeden Tag aufs Neue das Gefühl, dass sie wertvoll sind. Wir haben vorhin gesungen, wir wollen Salz sein, wir sollen Licht sein, wir sollen Würze sein. Dann lasst uns auch die Menschen würzen mit Wert, mit etwas Gutem, was wir hinterlassen. Und erkenne für dich letztlich, Gott liebt dich. Und sein Wert, den er dir gegeben hat, der ist so groß. Die Lügen solltest du einfach nicht mehr glauben über dich selbst. Amen.